Yo, Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. Winter is over, Spring is here. Das Spring Game ist mittlerweile gestartet. Ich habe schon mal kurz darüber berichtet hier im Channel. Gestern ging es los, die Beta läuft seit 12.06. Heute steige ich auch ein. Ich zeige euch, wie es funktioniert, was man tun muss und welche Rewards wir erwarten können. Deshalb unbedingt dranbleiben. Ich bin hier auf der Website spring.game, verlinke ich euch unten. Ihr seht, hier gibt es die Menüpunkte und wir checken sofort How to Play, weil das ist ja genau das, was wir machen wollen. Ihr seht auch, mittlerweile sind die richtig nicen NFT-Designs fertig. Es gibt zum einen die Mystery Seeds, also die braucht man am Anfang. Die Mystery Seeds sind quasi Step 1, um einzusteigen. Das ganze Game hat sich auch ein bisschen geändert. Mittlerweile läuft es auf der Binance Smart Chain. Es gibt Mystery Seeds für 80 Spring Token, das sind die Bonsai Seeds, es gibt Fear Seeds für 350 Token, Oak Mystery Seeds für 630 und Mystery Seeds für den Cherry Tree für 940 Tokens. Mittlerweile ist natürlich auch der Token gelauncht, liegt jetzt momentan bei 1,31 Dollar, lässt sich traden über PancakeSwap. Wie gesagt, wir befinden uns auf der Binance Smart Chain und wir checken mal ganz kurz in BUSD. Wenn wir jetzt mit dem günstigsten Bonsai Seed einsteigen wollen, dann brauchen wir 80 SPR, das sind 104 BUSD. Und das mache ich jetzt auch. Das heißt, entweder hole ich mir hier die SPR Tokens, also die Spring Game Tokens, oder ich steige mit BUSD ein, weil das soll auch möglich sein, habe ich gerade auf der Website gesehen. Also, wenn ich mir jetzt einen Seed hole, ich kaufe mir zuerst einen Seed, dann ist die nächste Step aus dem Seed wird natürlich ein Baum, entweder ein Bonsai, Fear, Oak oder Cherry Tree. Und ich habe natürlich auch noch unterschiedliche Drop Rates hier. Ich kann entweder ein Silver Bonsai, Gold Bonsai, Genesis Fear oder Genesis Oak erhalten. Ihr seht das hier. Sind die Drop Rates sind angegeben von 86%. Wahrscheinlich werde ich sowas erhalten bis 0,5% Chance. Einen Genesis Oak zu erhalten. Wir schauen uns das gleich an. Ich bin total gespannt. Unbedingt dranbleiben, Leute. Kurz noch zu den Steps, um das zu vervollständigen. Schritt 3 wäre dann, den Tree auf einem Landplot zu pflanzen. Step 4 ist, den Tree zu bewässern, zu düngen und dann noch mit Unknown Assets zu versorgen. Schauen wir uns gleich im White Paper an, was das sein kann. Step 5 ist natürlich dann, die Rewards zu collecten und auch Step 6, Contribute to Worldwide Reforestation, also den weltweiten Baumpflanzungsprozess zu unterstützen. Das ist ja auch möglich, deshalb ist das Projekt richtig nice. Wir schauen uns mal kurz noch die Roadmap an. Und da sehen wir, wir sind wirklich mitten hier im Entwicklungsprozess. Es kommt noch mehr in Q3, soll wirklich ein Move-to-Earn-Development noch folgen. Das wird total spannend. Ich verlinke euch das unten, auch das White Paper. Dann könnt ihr euch alles in Ruhe auch nochmal durchlesen. Always do your own research. So, was muss ich machen, um hier teilzunehmen? Natürlich die DApp, die dezentrale App, launchen. Das mache ich jetzt auch direkt, um keine Zeit zu verlieren. Weil wir haben ja gesehen, der Kurs hier bewegt sich immer mal wieder und wenn er sich jetzt nach oben bewegt, dann wird es natürlich teurer für mich, je später ich einsteige. Okay, also ich hole mir ein Bonsai Seed, das ist mein Plan. Die haben natürlich auch unterschiedliche Return Rates, also was den Return on Investment angeht. So, buy for 80, genau. Also wir wollen einen kaufen und ich habe keine SPR Tokens. Ich kann aber auch hier auswählen, mit BUSD zu bezahlen. Das mache ich jetzt einfach mal. Okay, also, genau, ihr seht dann zwei Optionen. Entweder Spring Tokens zuerst holen, dann kaufen oder einfach BUSD auswählen, so wie ich das gemacht habe. Ihr seht auch, hier wird meine Wallet angezeigt, 107 BUSD. Wir checken ganz kurz genau hier meine MetaMask. Wir sehen das, 107 BUSD. Und jetzt, ja, lege ich auch direkt los. Ich kaufe. Natürlich braucht man für die Gas Fee immer ein bisschen BNB. So, erstmal hier Permission. Erlauben, dass die Seite mit meiner Wallet interagieren darf. Das hat 5 Cent jetzt gekostet und jetzt müsste der zweite Schritt kommen. Genau. Jetzt ist die Contract Interaction, die jetzt stattfindet. Ich bin auch total gespannt, welchen Seed wir jetzt hier herausgedroppt bekommen.
Okay, Getting Collections. Genau, jetzt kann ich hier Reveal Item, das heißt, das ist der Prozess der Öffnung von diesem Seed. Und bevor ich das mache, zeige ich euch ganz kurz aus dem White Paper hier, welche Chancen habe ich. Also wenn ich ein Genesis Bonsai bekomme, gibt es Daily Rewards 1,24% quasi auf meine Tokens, die ich hier investiert habe. Game Rewards Period, GRP sind 81 Tage, weil nach den 81 Tagen sind die Rewards nur noch die Hälfte, nur noch 50% oder ich pflege den Baum, also reinvestiere so gesehen und dann kann ich wieder auf die vollen Rewards kommen. Das ist so gesehen die Gamification, die hier drin steckt. Wenn ich einen Genesis 4 Level 2 bekomme, Daily Rewards 1,86%, Game Rewards 54 Tage und wir verlieren jetzt keine Zeit und switchen sofort hier zum Bonsai Tree und ich reveal jetzt einfach mein Item. Ich bin jetzt gespannt, was hier dahinter steckt. Nochmal eine kleine Gas Fee, ihr seht das. Aber ich habe genug BNB in der Wallet, kein Problem. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was herauskommt. Die Spannung steigt. Yeah, ein Fear Tree. Nice, Leute, richtig nice. So, und wenn wir jetzt den Abgleich machen, hier ist mein Tree und wir schauen ins White Paper rein, dann sehen wir, ich habe hier den Genesis 4 Level 2, Daily Rewards 1,86% und die Game Rewards Period beträgt 54 Tage. Und da schauen wir uns jetzt an, was das genau bedeutet, weil es gibt hier den Tree Life Cycle. Das Ganze sind Utility Nodes oder NFT Nodes, die Trees. Und diese NFTs, die haben quasi einen eigenen Smart Contract und darin ist der Tree Life Cycle verankert. Der ganze Life Cycle, der besteht aus verschiedenen Phasen, hier von Phase 1 bis Phase 4. Und um das klar zu machen, sehen wir hier unten quasi die Grafik, den Zeitstrahl. Es sind insgesamt 135 Tage, addiert das mal, 54 Tage plus 54 plus 27. Und dann seht ihr auch, hier oben läuft mein Countdown. So viel Zeit ist jetzt quasi hier noch left, also so viel Zeit ist noch übrig für diesen Tree. 135, also 134 Tage, 14 Stunden, 42 Minuten, 10 Sekunden. So, und wir sehen, es gibt jetzt für mich die 54 Tage lang 1,86% am Tag Game Rewards pro Tag, 1,86%. Danach gibt es 27 Tage lang weiter 1,86% am Tag. Der Baum ist hier quasi erwachsen geworden. Und danach fängt die Dehydration an. Also der Baum fängt an auszutrocknen. Dehydration. Weitere 54 Tage. Dann nur 0,93% am Tag. Was aber natürlich immer noch eigentlich nicht schlecht ist, sagen wir es mal so. Dann kommt die Critical Dehydration. Da geht's, das ist eine undefinierte Periode, also die kann auch länger dauern und da geht es runter bis zu 0,093% am Tag. Aber wenn wir jetzt auch hier reinschauen in die Phase 4, in die Critical Dehydration, dann sehen wir, without water, your tree will remain in a state of near hibernation and will only produce 5% of its reward indefinitely. Also, das sind 5% von den insgesamten Rewards, die halt hier dann am Ende noch rauskommen. Und mit den Water Packs kann man das Ding aber auch wieder aufpäppeln. Und die Water Packs, die haben wir ja hier gesehen. Ich gehe nochmal auf die Website. Hier sehen wir die Landplots und hier gibt es die Water Packs. Fertilizer Packs. Das heißt, damit kann man die Dinger, die Bäume, die Trees wieder aufpäppeln. Außerdem gibt es hier auch noch was in der Version 2 of our game. Also das kommt, da kommt noch mehr, eine Version 2 und neue Assets dazu. Also das Ganze ist echt auf Langfristigkeit angelegt. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass hinter dem Team auch das Polar Notes Team steckt. Beziehungsweise die sind im Advisory Board mit eingebunden. Also die geben strategische Hinweise, die
sind quasi an der Entwicklung mit beteiligt. Und die Polar Notes, die liefen ja sehr lange, sehr stabil. Schaut euch auch die Kurse hier an, da ging es up and down und teilweise bis 6 Euro hoch, aber sehr, sehr lange stabil. Und der Einbruch hier kam mit dem Gesamtmarkteinbruch. Und wenn wir uns das hier anschauen, hat angefangen im Januar und lief monatelang, Februar, März, April, wirklich monatelang stabil eigentlich. Das Projekt, die Polar Notes. Und beim Spring Game würde ich das natürlich auch richtig nice finden, wenn das genauso stabil läuft. Hier, der Kurs geht jetzt gerade wieder etwas nach oben. Sehr nice. Wenn wir uns jetzt so ein Tree mal genauer anschauen im Dashboard, dann sehen wir, hier sind auch die ganzen Details aufgelistet. Also das letzte Claim Date. Ich habe ja noch nichts geclaimed, aber das kommt. Wann mein ROI erreicht ist, am 18. August. Purchase Date, klar, heute. Dann auch die Taxes. Es gibt ja immer ein paar Taxes. Tax Before ROI, Tax After ROI. Also auch nice, dass die dann einfach später fällt. Und hier lassen sich natürlich auch Waterpacks, einmal 0,5 Liter, 1 Liter oder ein Fertilizer-Pack dann hinzufügen. Ihr seht das, hier gibt es jeweils diesen Plus-Button und man kann dann hier einfach einkaufen. Also hier für 58 SPR momentan ein Waterpack Medium mit 0,5 Liter zu bekommen. Und hier heißt es dann auch, regains 50% of its original reward period back. Also 50% von der eigentlichen Reward-Periode kommen dann zurück. Genau, so kann man dann herausfinden, was jeweils passiert. Die Fertilizer Packs gives your tree a daily reward boost of 50% for a 5-day period. Also 50% Reward Boost für 5 Tage, ein Fertilizer Pack. Kostet 12 SPR. Oder hier ein Super Boost gibt 100% für 5 Tage lang. Kostet 18 SPR Tokens. Wie gesagt, 18 SPR wären jetzt 18 mal 1,31, genau. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, dann sehen wir, die ersten Rewards laufen auch schon. Ich habe hier 0,028 SPR Tokens jetzt schon verdient. Und wenn wir uns das auch mal ganz kurz durchrechnen, hier meine Daily Rewards mit 1,86% und die Period mit 54 Tage, dann sehen wir auch hier die 54 Tage mal 1,86%. Somit kommt man genau auf die 100% oder fast genau und hat quasi da seinen ROI erreicht nach 54 Tagen. Natürlich ist es davon abhängig, wie der Kurs des Coins liegt. Man hat quasi dann seine 80 Coins, seine 80 SPR wieder raus. Und dann muss man noch schauen, wie ist der Kurs? Hat man dann auch wirklich seine knapp 104 USD wieder raus, die ich jetzt gerade eben bezahlt habe? Und genauso ist es auch bei den Daily Rewards. Ich mache jetzt 1,488 Tokens am Tag, also 1,488 Spring Tokens, weil das sind die 1,86% von meinen 80 Spring Tokens, von meinem Anfangsinvest. Wie gesagt, so viel hätte ich bezahlen müssen, 80 Spring Tokens, aber ich habe ja in BUSD bezahlt, also im Äquivalent. Und das waren die 104, 105 BUSD, genauso wie ihr es vorher gesehen habt. Ja, und so bin ich jetzt gespannt, Leute, was dieses Game für mich bringen wird, vor allem wie ich am Tag des ROIs, ob ich da schon im Plus bin, also wenn ich meine 80 SPR quasi raus habe, bin ich dann schon im Plus vom BUSD-Wert her oder muss ich noch längere Zeit warten oder wird es vielleicht sogar ein Minusgeschäft? Davon gehe ich jetzt nicht aus, ich hoffe es zumindest nicht. Ich werde es für euch testen, ich werde weiter darüber berichten. Deshalb vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, Leute. Ihr seht auch hier noch meinen Landplot, den habe ich automatisch zugewiesen bekommen. Genau, wie gesagt, Leute, ich werde weiter über das Game berichten. Vergesst nicht zu liken. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein!